Hallo alle zusammen, heute zeige ich euch aus der Color Reveal Ultimate Reihe die dritte Puppe und zwar die Hundepark bzw. Kilo-Variante. Und also, wie man hier sehen kann, 25 Überraschungen, alle verteilt in diesem kleinen Kästchen. Und hier sieht man auch die Bilder von den Puppen. Sieht sehr schön aus, sie hat ein blondes und eine blonde, braune Perücke, verschiedene Accessoires und zwei Haustiere. So ähnlich aufgebaut wie oder zusammengestellt wie die anderen Puppen aus der Reihe. Und der Preis liegt übrigens bei 45 Euro oder ich glaube 30 bis 45 Euro, je nachdem, wo man das kauft. Und hier kann man die öffnen. Und da befinden sich auch schon die ganzen Überraschungen hier drin. Das kann man hier alles so öffnen. Und dann befinden sich hier auch schon die Sachen. Hier ist etwas drin und da. Genau, und das werde ich jetzt alles mal öffnen und dann schauen wir uns das Ganze genauer an, beziehungsweise packen die ganzen Sachen gemeinsam aus. Willkommen zurück. Ich habe noch so eine zweite Dose geholt, mit warmem Wasser aufgefüllt. Dann können wir gemeinsam hier auspacken und enthüllen. Hier kann man das Ganze öffnen und es funktioniert nicht immer so gut. Was ich sehr praktisch finde, ist, dass man, ich finde es sehr praktisch, dass man diese Dose hier also zweckentfremden kann oder einfach für andere Dinge zum Verstauen oder was auch immer verwenden, oder man bewahrt da die Puppe auf, die hier drin ist. Genau, und dazu, also neben der Puppe, ist hier noch die Anleitung da drin. Also einmal, wie das so funktioniert. Man kann ja sehen, dass die Kette, Sonnenmilch oder auch die Katze bzw. Tiere, dass sie so einen Farbwechseleffekt hat, wenn man das in warmes bzw. kaltes Wasser reintut. Dann ändern sich die Farben. Und die Puppe hilft mal ganz klar, indem man sie einfach ein bisschen warmes Wasser reinsteckt. Dasselbe gilt auch für die beiden Tiere hier. Machen wir das Ganze mal. Steck erstmal den Kopf rein. Und die beiden Tierchen kommen auch gleich mit dazu. In der Zwischenzeit, solange die hier eben vor sich hin warten, schließe ich mal den Deckel und ich würde hier übrigens nicht schütteln, ich würde es nicht schütteln, denn hier oben ist so ein kleines Loch. Kann sein, dass dann alles einfach, ja, ausläuft und es nicht sauber reinsteht. Und hier befinden sich auch schon die ganzen Überraschungen. Und hier ist noch die Anleitung bzw. das Blatt, wo man sehen kann, was es halt noch für Puppen gibt. Die beiden hier unten. Oh, Verzeihung. Die beiden hier unten habe ich schon und das ist jetzt die dritte, die ich euch heute präsentiere. Und was wohl in diesem ersten Beutel drin sein könnte, ich glaube etwas zum Anziehen. Das kann man hier auch ganz leicht öffnen. Oh, ein Kleid. Sehr schön. Vorne wie hinten ist derselbe Stoff. Nee, hinten. Vorne wie hinten. Hinten wie vorne ist derselbe Stoff, finde ich sehr gut. Dann als nächstes, was könnte das sein? Ich glaube, ein Futternapf. Und ja, ich habe tatsächlich recht, ich denke auch mit einem Farbwechseleffekt. Dann, das scheint sehr lang zu sein, ich denke die Perücke. Da eine der beiden Perücken. Und es ist eine Perücke. Toll, sogar blond mit so orangefarbenen Strähnen. Sehr schön.
Jedoch finde ich die ein bisschen billig gemacht. Und man sieht ja dann offensichtlich, dass sie eine Perücke hat. Was in meinen Augen nicht so gut ist, aber egal. Als nächstes, ich denke, hier ist mal, ich denke, hier ist eine Tasche drin. Und siehe da, da ist eine Tasche. Die sieht auch sehr cool aus. Coole Details hier. Und man kann sogar was reintun. Cooler Shopper. Und ich mag die Farbe, sieht auch sehr schön aus. Reflektiert auch sehr schön. Das ist etwas Kleineres. Was könnte das sein? Oh, eine Wasserflasche. Die kann man hier dann reintun. Was könnte das hier sein? Ich weiß nicht. Ah, Popcorn. Das ist auch gut. Und Popcorn. Was könnte das sein? Ah, ein paar Schuhe. Und zwar solche Art Turnschuhe. Hier ist wieder eine Perücke drin. Das aussieht wohl die braune Perücke. Aber die braune Perücke hat auch so eine lila Strähne. Sehr cool. Und ich glaube, wenn man die so ein bisschen anwärmt, ich mache das mit meinem Licht. Mein Licht hier oben, das ist schön warm, dann sieht man vielleicht, dass es dann heller wird, also blond. Cool. Oder so zartes Rosa. Dann nehmen wir mal das kleinere hier. Was das wohl sein könnte. Ich denke auch wieder ein paar Schuhe. Ja. Und es sind sogar recht, doch, es sind sogar sehr schöne Schuhe. Fühlt sich eigentlich stark aus zum Anziehen. Und es ist ein Rock. Finde ich schade, dass es bei der Puppe ein Rock ist und ein paar Hosen oder. Nee, eine Hose oder eine Shorts wäre eigentlich viel besser gewesen, aber okay, der Rock ist auch in Ordnung. Dann in dem großen, was könnte das wohl sein? Wieder eine Tasche, ich denke, ein Rucksack. Und es ist ein Rucksack in Rot. Ist dieselbe Form wie bei der anderen Puppe, nur in Rot. Wir haben noch drei Überraschungen, was das wohl sein könnte. Ah, das fühlt sich an wie Stoff. Und es ist. Oh, doch kein Stoff, sondern ein Schwamm in Herzform. Auch süß. Kann man dann die Puppe schön sauber machen. Und hier fühlt sich an wie Accessoires. Und es ist eine Brille. Und ich finde die sogar sehr cool. So eine 3D-Brille. Ich finde, die hat was. So ein gewisses Etwas. Ich finde sie cool. Dann das nächste ist, oder das letzte, fühlt sich an wie Stoff und es ist ein T-Shirt. Toll. So, das sind die ganzen Accessoires, die wir hier haben. Und dann mache ich mal die ganzen Puppen ein bisschen sauber. Beziehungsweise schüttel die noch ein bisschen. Und ich halte jetzt das Video mal an und dann schauen wir uns die Puppen ein bisschen genauer an. Hallo, willkommen in meinem Badezimmer, in meinem Waschbecken. Ich möchte euch noch zeigen, wie der Farbwechseleffekt entsteht. Und zwar braucht man dafür ganz kaltes Wasser. Und dann sieht man vielleicht schon hier, wie das Gesicht aus. Und das passiert, wenn man es unter kaltes Wasser hält. Und du siehst, ja, schönes Make-up mit Sternenpinsel und mit dem Stift. Das zählt übrigens auch zu den 25 Überraschungen. Das ist der Farbwechsel-Effekt. Und das ist auch die Katze. Und so sieht sie
kaltem Wasser auf. Schöner Effekt. Und dann noch das gute Hand, das ist der Hund. Das ist der Hund. Und. Ah, der hat zwar das Flecken, dann auch süß. Das erste Outfit besteht aus der Perücke. Kann man auch die Farbe wechseln mit ein bisschen Wärme. Ich versuche es mal mit meiner Lampe hier oben zu hitzen. Sieht man vielleicht, dass die Farbe weggeht. Und zwar dann wird es blond. Also wie die. Ja, dann wird es blond. Und dazu gibt es noch diesen coolen roten Rucksack mit diesem Top. Und hinten ist übrigens kein Klettverschluss, sondern nur beim Rock. Was ich an sich sehr cool finde, dass das so ist. Vielleicht kann man das hier sehen. Moment. Kann hier übrigens auch Rucksack so entfernen, was auch eine coole Sache ist. Genau. Also hier ist kein Klettverschluss hinten. Man muss das wie ein ganz normales T-Shirt einfach drüber stülpen. Ich finde es gut, aber es wird dann einfach schwer beim An- und Ausziehen. Dazu gibt es noch den Rock, den man hinten mit Klettverschluss verschließen kann. Dazu noch die pinken Schuhe, die Wasserflasche und natürlich noch den Hund. Ja, der hier solche Flecken hat, wenn man das dann mit kaltes, wenn man den in kaltes Wasser eintaucht. Das zweite Outfit besteht aus diesem Kleid. Lila mit den Sternen, silberfarbenen Sternen. Vorne wie hinten ist derselbe Stoff, was ich sehr gut finde. Man kann das Kleid nicht mit Klettverschluss verschließen, sondern muss es auch wie ein T-Shirt über den Kopf stülpen, was dann sich ein bisschen schwer sein wird, wenn man damit spielt, aber es funktioniert trotzdem. Und die Schuhe sind silberfarben, finde ich sehr schön. Bei der Perücke ist dasselbe Spiel, kann man hier mit ein bisschen Wärme die Farbe ändern, und zwar von einem hellen Pink ins dunkle Lila. Und dazu gibt es noch Popcorn. Dann noch die Katze ist auch mit dabei. Da diese richtig coole Brille mit den, also diese typische 3D-Brille, ich finde die einfach cool. Ich wünschte, sowas gäbe es auch in echt. Mit so einem coolen Gestell. Und natürlich auch noch die Tasche, wo man Zeug reintun kann. Anschließend möchte ich noch zusammenfassen, wie ich diese Serie finde. Also ich finde, sie ist gut. Könnte natürlich es gibt noch viele Aspekte, die man verbessern könnte, wie zum Beispiel die Qualität. Denn die Puppe selbst ist einfach nur richtig billig. Die ist nur am Kopf, kann man die hin und her bewegen. Sie ist übrigens auch sehr hart. Das hört man vielleicht. Also echt hart, überhaupt nicht weich. Und die Arme kann man auch nur vor und zurück. Nicht mal ja, hoch und runter. Und die Hände sind einfach nur hässlich. Ich weiß nicht, das sind echt die billigsten Barbie, die es gibt. Doch die Beine kann man nur vor und zurück bewegen. Das ist ja echt lächerlich. Das Make-up sieht ganz in Ordnung aus. Klar, ich finde es auch mal cool, dass die Barbie auch mal kurze Haare hat. Aber trotzdem, die Tatsache, dass man die Perücke sieht, ist auch echt nicht schön. Weil man bedenkt, dass dieses Set eigentlich 45 Euro kostet. In der unverbindlichen Preisempfehlung ist es einfach zu teuer. Für das, was man bekommt. Ich habe es für 20 gekauft oder sogar noch ein bisschen weniger. Und dafür finde ich den Preis in Ordnung. Auch gerechtfertigt, aber nicht für 45 und auch nicht für 30. Deswegen, ja, finde ich, ist der Preis echt so ein ausschlaggebender Aspekt, wofür es sich nicht lohnt, das zu kaufen, außer es ist einfach stark reduziert, dann kann man das machen. Klar, ich finde es gut, dass es viele Accessoires gibt, auch halt auch Kleidung aus echtem Stoff und nicht nur angesprüht. Deswegen fände ich es besser, wenn der Bikini vielleicht auch aus Stoff wäre, aber trotzdem ist es soweit in Ordnung. Ich finde es gut, dass man die Taschen, dass man da sogar was reintun kann. Es wäre ganz nett, wenn die Details vielleicht bemalt oder so. Und was ich auch gut finde, ist,
von der Verpackung ist, dass man halt diese Dose wiederverwerten kann. Was ich jedoch schlecht finde an der Verpackung, ist einfach dieser enorme Plastikmüll, den man hat. Ich finde, man kann diese kleinen Minitüten wenigstens durch Papiertüten ersetzen. Das wäre, finde ich, schon ein guter Fortschritt. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden. Ich denke, Kindern würde sowas auch gefallen. Aber wie gesagt, nicht für den Preis der unverbindlichen Preisempfehlung würde ich das einfach nicht kaufen. Nicht für 45 Euro, halt eben für weniger. Mal sehen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das authentisch. Ich hoffe, euch hat auch meine ehrliche Meinung gefallen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann sage ich schon mal Tschüss und noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Ciao, bis zum nächsten Mal. PS, ich wollte noch einwerfen, ich finde die Perücken echt billig gemacht. Also die Haarqualität ist nicht sehr gut. Und klar, man könnte sie auch besser machen, sodass man vielleicht das Plastik hier einfach nicht sieht. Das wäre auch schon viel. Oh, das Telefon klingelt. Dann sage ich auch schon mal Tschüss.